Warum ich mir vor einiger Zeit meine Haare deutlich kürzer geschnitten habe und die Wahrheit über Julian, beziehungsweise über sein Verhalten mir gegenüber. Hallo, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich möchte schon länger mit dir darüber sprechen, warum ich meine Haare vor längerem deutlich kürzer geschnitten habe. Das habe ich nicht gemacht, weil mir das besonders gut gefällt, sondern ich hatte ja vorher, bevor ich die Haare so kurz geschnitten habe, mittlerweile jede Menge Dreadlocks in den Haaren. Und von meinen Dreadlocks habe ich mich vor noch längerer Zeit getrennt. Warum? Dazu gibt es demnächst ein extra Video auf meinem Hauptkanal Inner Peace, Awake Mind, natürlich und bewusst leben, falls du ihn noch nicht kennst. Ja, und meine Dreadlocks, die waren mittlerweile also vom Haaransatz an bis zum Ende grauselig, sage ich mal. Am Anfang war das nur das untere Stück, circa so viel. Ja, und das ging dann immer weiter hoch, also bis ganz oben hin. Und deswegen musste ich, ja, als ich mich von ihnen trennen wollte, musste ich sie dann von der Kopfhaut sozusagen aus abschneiden. Ja, und das sieht ja nicht so toll aus, dann, ne, wenn dann. Das sieht man ja dann, wenn das nachwächst. Erstens das und zweitens hatte ich ja mal vor noch viel längerer Zeit hier in La Gomera mir die Seitenpartien ganz kurz abrasiert, weil mir das zu der Zeit sehr gut gefallen hat. Nicht nur deswegen, es war auch praktischer für mich, aber irgendwann fand ich das dann doch nicht mehr so toll. Und habe angefangen, das wieder nachwachsen zu lassen. Es ist jetzt auch schon recht gut nachgewachsen, aber sie sind halt nicht so lang wie die hinteren Haare, ja. Und diese hinteren, die längeren, waren ja deutlich länger, ja. Die gingen mir ja schon bis zur Schulter oder bis knapp über die Schulter. Und wenn ich sie jetzt so weiterlassen hätte wachsen lassen, ja, dann wäre das ja immer dieser Unterschied zwischen den kürzeren Seitenhaaren und den sehr langen hinteren Haaren, wäre ja dann immer so geblieben. Das hätte halt einfach meiner Meinung nach nicht so gut ausgesehen, wenn das nachwächst. Und deswegen habe ich nur die hinteren Haare sehr kurz geschnitten, damit einfach der Übergang jetzt nicht mehr so extrem ist. Ich werde sie auch zwischendurch nochmal wieder ein bisschen kürzen, wenn sie wieder etwas nachgewachsen sind und diese dann, also die Seitenpartien dann wieder ein bisschen länger sind. Ja, und so wahrscheinlich so lange, bis sie dann wieder alle gleich lang sind. Ja, so fällt das einfach nicht so sehr auf und ich finde das auch schöner. Ja, das ist mal so der Hauptgrund. Gut, oben habe ich sie auch nochmal geschnitten, auch hier nochmal sehr kurz. Ja, weil ich hatte auch hier oben zwei Dreadlocks, die habe ich dann auch weggeschnitten, wenn dann alle, ne? Und ja, damit das auch nicht ganz so auffällt, hier oben habe ich die dann auch oben noch gekürzt, auch das Pony nochmal. Da bin ich jetzt im Überlegen, wie ich das in Zukunft dann mit dem Pony gestalte, weiß ich jetzt noch nicht. Ja, aber die langen Haare gefielen mir echt besser, muss ich schon sagen. Aber sie wachsen ja wieder nach. Jo. Ach so, genau. Und dann hatte mich eine von euch mal vor einiger Zeit in einem Kommentar gefragt, ob ich meine Haare gefärbt hätte, weil ich hatte ja am Anfang, also die erste Zeit hier in La Gomera, sehr blonde Haare durch die Sonne und auch durch das Salzwasser im Meer. Ich habe sie nicht gefärbt, da ich absolut nicht mehr fürs Haarefärben bin.
Ich mag lieber den natürlichen Look. Das sieht man, also müsstest du jetzt auch besonders gut sehen, wenn ich die Haare hier so nach hinten mit einer Klammer stecke, weil dann sieht man hier meine grauen Ansätze, die ich auch so lasse. Ja, nee, es ist einfach so, wenn ich die Haare ganz runter habe, ja, also vorher, bevor ich sie so geschnitten habe, dann hat man das Blond natürlich sehr gesehen. Darf halt nur die Oberpartie von der Sonne beschienen wurde, logischerweise, und die halt blond waren dann. Und wenn unten drunter, also wenn ich die Haare jetzt hochgesteckt habe oder hier an den Seiten hoch oder das Pony nach hinten, dann war das Blonde mehr oder weniger weg und dann hat man nur noch das untere gesehen und das ist meine natürliche Haarfarbe, ne? Das Braun. Ja, und da ich sie in letzter Zeit öfter nach hinten stecke oder auch oben weg, sieht man jetzt halt nur noch das Braune und das Blond ist mittlerweile auch noch aus zwei anderen Gründen weg. Erstens, da ich schon länger nicht mehr in Santiago lebe. Damals habe ich in Santiago gelebt, da ist es besonders heiß. Das ist im Süden von La Gomera. Und jetzt lebe ich ja seit längerem im Norden von La Gomera. Hier war es jetzt die ersten Monate nicht halb so heiß, im Gegenteil. Es war sehr kühl, hat fast täglich geregnet und dann sind die wieder nachgedunkelt mit der Zeit. Ja, und dann habe ich sie ja noch so stark geschnitten und habe das meiste der blonden Haare dann mit weggeschnitten. Ja, und deswegen sind sie jetzt halt einfach mehr oder weniger braun, was ich auch okay finde. Ja, das mal dazu. Ja, dann komme ich jetzt mal zu dem für mich etwas, ja, doch sehr leidigen Thema, Julian, oder ich möchte über das Verhalten von Julian mir gegenüber sprechen. Ja, es ist einfach so, also Julian ist 78 Jahre alt, ja, ist ein Gomero, also ein Einheimischer, geht mir gerade mal bis unter die Brust, wenn wir beide stehen. Er ist also sehr klein, korpulent, gut, das ist alles okay, aber ja, die erste Zeit war er immer sehr freundlich zu mir, das ist er auch immer noch, ja, er ist auch ein herzensguter Mensch, das ist es nicht, sehr großzügig, hat immer ein offenes Ohr für mich, wenn ich ihm was erzähle oder was auf dem Herzen habe, hört er mir immer zu, es wird ihm nie zu viel, das finde ich richtig toll, ja. Jedoch mit der Zeit fing es an, also oder beziehungsweise fing er an, am Anfang hat er das noch nicht so gemacht. Ich habe dann halt zur Begrüßung ihn immer umarmt, ja, so freundschaftlich und ja, jedes Mal, wenn ich ihn dann umarmt habe, dann hat er mir mit einem oder mit beiden Armen immer hier die Brust sozusagen gequetscht, immer so sehr fest da dran gedrückt mit seinem Ellenbogen oder mit seinen Oberarmen. Am Anfang dachte ich noch, das wäre aus Versehen, aber mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass er das bewusst macht, um meinen Busen zu fühlen und das fand ich dann nicht so toll, finde ich auch immer noch nicht toll, absolut nicht. Ja. Und das ist noch das Harmloseste. Also er ist einfach, ja, in seiner ganzen Art seit einigen Wochen so aufdringlich immer wieder. Wenn ich bei ihm sitze zum Beispiel und wenn wir zusammen essen oder wenn ich was esse bei ihm, dann steht er zwischendurch auf, während ich gerade am Essen bin. Und kommt dann immer sehr nah an mich ran und ja, um mich halt immer zu fühlen, um meinen Körper zu fühlen. Ich bekomme da mittlerweile Atemnot von, ja. Also richtig Bedrängnis, ja. So, er bedrängt mich halt so, ja. Und er ist voller Flöhe, ja. Seine Wohnung ist voller Flöhe. Die Stühle draußen zumindest sind voller Flöhe und wenn er so nah an mich rankommt, dann habe ich auch sofort wieder Flöhe. Es ist richtig unangenehm und diese Bedrängnis halt immer wieder.
Und wenn wir uns unterhalten, kommt er immer wieder auf das Thema zurück, Partnerschaft, Beziehung. Also er nennt das so, oder er spricht das so aus, indem er immer wieder zu mir sagt, ja, du brauchst doch einen Kompagnon, ich brauche auch einen Kompagnon. Ja, und Liebe, Nähe, alles, was dazugehört, ohne Mann, das ist doch nichts. So kann man doch nicht leben, so kannst du doch nicht leben ohne Mann. Und ich versichere ihm immer wieder, dass ich sehr, sehr gut ohne Mann leben kann, besser als mit. Ja, dass ich ja schon, ich bin ja mittlerweile, ich weiß es gar nicht mehr, seit 7 oder 8 Jahren zufriedener, bewusster Single. Ja, möchte das auch zu 70, 80% weiterhin sein. Und das habe ich ihm auch gesagt, aber es nützt nichts. Er will mir das einfach nicht glauben, er kann sich das nicht vorstellen. Ja, und er sucht halt vor allem eine Frau, ja. Vor allem für das Körperliche, ja. Nur ich suche halt keinen Mann und schon gar nicht fürs Körperliche, also, oder zumindest nicht ihn, ja. Wenn ein Mann, dann ungefähr in meinem Alter, aber nicht ja, über 20 Jahre oder 20 Jahre älter. Also ist nicht so mein Fall. Gut, man weiß es nie, aber was so im Leben kommt. Ja, und es ist halt so, warum ich dir das überhaupt erzähle, ist folgendermaßen, ich bin einfach zurzeit auf seine Unterstützung und seine Hilfe angewiesen, da ich hier keine Gofio-Bällchen und Dattelpralinen mehr verkaufen kann, seit der Coronavirus ausgebrochen ist. So konnte ich schön nebenbei Geld verdienen, es lief ja auch immer besser. Und jetzt habe ich zwar glücklicherweise zwischendurch Einnahmen von euch, sage ich mal, ja, also in Form eines Energieaustausches, als Dankeschön für meine Videos, was ich auch ganz toll finde, ja. Hier an dieser Stelle all denen, die mich weiterhin hin und wieder unterstützen, ein ganz liebes und herzliches Dankeschön. Ja, aber nur das würde nicht reichen, ja, zum Leben. Zumal es hier in Vallehermoso ja, kaum Früchte gibt, die ich mir hier besorgen kann, so wie in Santa Ana damals, das ist oberhalb von Santiago. Da konnte ich das ja, damit mit vielen Früchten, die ich gesammelt habe und eurer Hilfe ging es recht gut, aber ja. Jetzt ist es, wie gesagt, hier in Vallehermoso nicht möglich und ich komme hier auch jetzt nicht nach Santiago zurzeit, da da kein Bus hinfährt. Und per Autostop ist auch schlecht. Entschuldige, ist ein bisschen laut im Hintergrund. Ich sitze hier an einer Bushaltestelle. So, jetzt hat er den Bus wieder den Bus ausgemacht. Ja, oder abgestellt. Ja, und anfangs bin ich fast täglich zu ihm gegangen. Das habe ich dann in letzter Zeit schon nicht mehr gemacht. Aber selbst wenn ich ihm dann gesagt habe, morgen möchte ich mal bei mir oben alleine sein, kam er dann trotzdem meistens ein bis zweimal zu mir hoch. Und er erschreckt mich auch jedes Mal, wenn er zu mir kommt. Er kommt dann ganz leise angelaufen, sodass ich ihn nicht höre, wenn ich gerade im Haus bin und meinen Vorhang davor habe. Und dann steht er schon vor dem Vorhang, wenn er dann bei mir ist, und macht den auf. Und dann sagt er auch nicht Hallo, sondern fängt direkt an zu reden, dass ich jedes Mal fast einen Herzinfarkt bekomme. Also es scheint er gerne zu machen, mich zu erschrecken, habe ich zumindest so das Gefühl. Ja, das finde ich gar nicht lustig. Und ja, noch schlimmer ist eben das Begrapschen immer wieder. Es ist halt nicht nur am Busen, sondern auch an anderen Stellen teilweise. Und dann habe ich ihm einmal vor einiger Zeit gesagt, also habe allen Mut zusammengenommen und habe ihm gesagt, dass ich mir das ab jetzt verbitte, dass er mich dauernd so begrapscht und ich begrapsche ihn auch nicht und habe ihm das halt so demonstriert, ja. Das würde er sicher auch nicht mögen, was ich jedoch nicht wirklich weiß. Und jedenfalls
Ja, als ich ihm das dann klar gemacht hatte, hat er sich dann 2 Wochen lang verbarrikadiert. Und nur wenn er aus dem Haus ging, war dann offen. Wenn er in die Stadt lief oder arbeiten war, also gearbeitet hat auf seiner Terrasse unten draußen. Ansonsten hat er immer einen Riegel vor die Tür geschoben, so dass niemand zu ihm rein konnte. Ja. Und das Risiko möchte ich halt nicht nochmal eingehen und deswegen lasse ich das halt mehr oder weniger in letzter Zeit immer über mich ergehen. Ja, weil ich eben, wie gesagt, auf seine Hilfe noch angewiesen bin und auf seine Unterstützung. Aber es fällt mir immer schwerer. Und jetzt habe ich mir so gedacht, dass ich nur noch ein- bis zweimal die Woche zu ihm komme und ansonsten hauptsächlich auf den Terrassen von Gaia und seinem Freund bin, beziehungsweise lebe und da oben auch gar nicht mehr bei meinem Haus und bei meiner Terrasse gar nicht mehr sein möchte, obwohl ich das sehr gerne möchte, da ich es da oben auch sehr schön finde und mich auch über um meine Pflanzen schön kümmern möchte und auch gerne noch was Neues anpflanzen würde. Aber ich habe da oben ja auch, ich habe dann keine Ruhe mehr da oben. Muss ja in einer Tour damit rechnen, dass er da hochkommt zu mir. Und wenn er draußen am Arbeiten ist, bei sich auf den Terrassen und ich gerade bei mir oben draußen sitze, dann arbeitet er meistens so, dass er mich beobachten kann. Also das heißt, er beobachtet mich dann auch noch die ganze Zeit. Ich habe echt keine Ruhe mehr und ja, das macht echt keinen Spaß mehr. Nee, nicht wirklich. Ja. Ja, ich hoffe, dass sich bald die Situation ändert und dass ich seine Hilfe nicht mehr nötig habe, dass ich das nicht mehr über mich ergehen lassen muss. Das hoffe ich sehr. Ja, schauen wir mal. Ja, gut. Ja, ich weiß es nicht. Mal abwarten. So, jetzt weißt du das auch. Ich wollte das einfach gerne mal loswerden. Ja. Das war's dann erstmal für heute, was ich dir gerne sagen wollte. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Hoffe, dir geht's gut. Mir geht's sonst prima. Kann mich nicht beklagen. Vor allem, ja, fühle ich mich viel, viel wohler, seit ich hauptsächlich nur noch auf den Terrassen von meinem Sohn bin. Habe keine Atemnot mehr. Ja, kann, wenn ich bei meinem Zelt bin und auf meiner ganzen Terrasse dort, kann ich mal wieder richtig zu mir kommen. Muss nicht dauernd Angst haben, dass jemand mich erschreckt oder sonst was. Es ist so schön, so angenehm. Ich schlafe jetzt auch wieder viel besser. Habe nicht mehr diese Einschlafprobleme. Ja, dazu wollte ich ja auch noch ein Video drehen. Mal schauen, kommt vielleicht auch noch. Ja, auf jeden Fall ist das so schon eine deutliche Verbesserung. Ne? Jo, okay. Dann beende ich den Vlog jetzt an dieser Stelle. Sende dir wie immer ganz liebe Grüße aus Vallehermoso und sag mal, bis zum nächsten Video.